Ich habe also am 22. März ein Bürgerbegehren bei der Stadt angezeigt und die hat sich 7 Wochen Zeit gelassen, mir zu antworten und hat sich dann darauf berufen, wir hatten nur Notbetrieb, deswegen hat es 7 Wochen gedauert. Also, ich brauche, wir brauchen 87.000 Unterschriften, um Oberbürgermeister Dirk Hilpert aus dem Amt zu entfernen. Ich war mal pessimistisch und habe nur 50 Unterschriftslisten, A5 Unterschriften ausgedruckt. Die werde ich gleich da vorne auf den Tisch legen. Ich werde, so der Markus das hinkriegt, auch eine PDF, wo man sich das selber ausdrucken kann, zur Verfügung stellen. Und dann kann jeder von euch selber Unterschriften im Bekanntenkreis sammeln und sie an mich schicken. Ich habe 2 Wochen noch gehadert mit mir, nach den 7 Wochen, die Stadt gebraucht hat, weil man muss damit mit seinem Namen und seiner Adresse, Grüße an die Antifa, an die Öffentlichkeit gehen. Aber ich habe mir es gut überlegt. Hannah Arendt bzw. Karl Jaspers haben vom Wagnis der Öffentlichkeit gesprochen. Es bringt also nichts, wenn du irgendwas tust und machst es im Geheimen. Man muss mit seinem Namen und seinem Gesicht dafür einstehen. So funktioniert Politik und Demokratie. Und ich bin fest überzeugt von unserer Demokratie. Fester geht's nicht. Sie ist doch gewachsen, überzeugend in der Corona-Krise. Wir werden das Problem politisch lösen. Helft mir bitte dabei. Ich danke euch.